und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs, Ausgabe 93, in der ich mich ganz besonders ausgiebig mit dem lieben Uli Oesterle beschäftige. Uli Oesterle, das ist so ein Künstler, der kommt aus München und der ist krass, der macht voll gute Comics und deswegen habe ich mich mit ihm im Internet getroffen und wir haben über eine Stunde über ihn, seine Arbeit, sein Leben, Alkohol und Frauen gesprochen und ich sag euch, es war eine schöne Runde. Alles andere wäre gelungen. Das könnte unter Umständen die letzte Ausgabe in diesem Jahr gewesen sein. Deswegen möchte ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Wie immer freue ich mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf allen sozialen Netzwerken, die euch so einfallen. Oder, keine Ahnung, hinterlasst hier und da mal einen Daumen nach oben. Das ist immer alles voll toll. Ich möchte euch außerdem noch die Gelegenheit geben, mitzubekommen, dass demnächst etwas stattfindet. Am 20.01.2024 findet er nämlich statt, der zweite Establishing Shot der Initiative Comic in Bayern. Dort werden sich alle Comic-Interessierten, die richtig Bock haben, im Monacensia im Hildebrandhaus in München treffen können. Unter dem Motto Comic für alle finden dort 4 Vorträge von, nun ja, Comic-Schaffenden und anderen Menschen aus der Comic-Szene statt, die sich mit dem Thema oder den Themen viel eher beschäftigen. Let's talk about money, also wie verdient man heutzutage überhaupt noch Geld mit Comics? Dann wird auch die Frage geklärt, welche Chancen es in der Comic-Szene so im Allgemeinen vielleicht noch gibt. Außerdem ist das Wechselspiel aus Journalismus und Comic hier ein Thema und der 4. Vortrag wird sich beschäftigen mit der Frage, wie eigentlich Comic-Verlage und Comic-Schaffende im Dialog stehen. Also wie man quasi pitchen muss, wie man die Mappensichtung vorbereitet und so weiter und so fort. Im Anschluss gibt es noch ein Diskussionspanel zu Comics, die sich um Themen drehen, die man zunächst nicht für gute Comic-Themen gehalten hätte. Also Themen, die unter Umständen ein neues Publikum suchen, etwas mehr Aufmerksamkeit bedürfen und Menschen haben sich hingesetzt und das Ganze in Comicform gepresst. Wir wollen uns genau anschauen, ob diese Comics dazu geeignet sind, sich diesem Thema zu widmen und ob sie das dann letztlich gut umgesetzt haben. Ich freue mich sehr darauf, euch vor Ort zu treffen in München am 20.01.2024. Freier Eintritt, kommt rum, tut nicht weh, meldet euch gern vorher noch an unter establishingshot@comic-in-bayern.de. Dort könnt ihr eure Teilnahme gern vorab schon mal anmelden und das Ganze wird bestimmt eine Aktion, auf die ich auf jeden Fall total Bock habe. Worauf ich ebenfalls Bock hatte, war das Gespräch mit dem Uli Oesterle. Hört's euch an, viel Spaß damit und denkt immer dran, Comics sind bunt und nicht braun. Ich freue mich mega, dass wir heute jemanden hier am Start haben, von dem man ruhigen Gewissens sagen kann, er ist mit so einer der coolsten der ganzen Comic-Szene. Ich habe von ihm noch nie ein Interview gesehen, in dem er nicht einfach irgendwie einfach cool wirkte. Ich freue mich mega, dass ich heute jemanden da habe, der so, keine Ahnung, auch ein Männerbild in Comics für mich auf jeden Fall nochmal sehr interessant geprägt und dargestellt hat. Wir werden heute viele spannende Sachen besprechen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin der Uli Oesterle. Hi Uli, ich bin wirklich hin und weg, es war auch voll angenehm, auch mit dir da so ein Gespräch zu finden. Ich habe dich einfach mal von der Seite angehauen via eines Messengers und du warst auch noch bereit, hier heute ins Gespräch zu kommen. Passiert dir das öfter, dass du mal so von der Seite von Leuten angequatscht wirst? Naja, es gibt natürlich Interviewanfragen und die erfüllt man dann natürlich auch total gern, weil man natürlich auch ganz gern sein Werk promoten möchte. Logisch. Mega. Ist voll okay, also ich bin dir nicht böse. Sehr gut. Ja, weil man findet von dir sogar, das ist ja auch wirklich ein Stück weit gewagt, auch direkt eine Handynummer, eine Telefonnummer von dir auf seiner Website, das macht auch nicht jeder. Ich fand's gut. Ich weiß noch nicht, ob du da regelmäßig belästigt wirst oder nicht. Nein, eigentlich nicht, aber vielleicht jetzt seit dem Interview dann vielleicht, oder? Ja. Aber das ist für mich natürlich ein ganz normales Geschäftsgebaren, weil ich natürlich meine Handynummer ganz offiziell auf meiner Website habe, damit mich Kunden auch sofort erreichen können. Wenn man es den Kunden schwierig macht, dann wird es natürlich auch schwierig und dir gehen der ein oder andere Auftrag auch mal flöten. Das ist also für mich total wichtig. Für mein Business. Wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, dann kommt recht schnell raus, dass du, das sagt mir auch die offizielle Wikipedia-Seite, 1966 in Karlsruhe geboren, dort aber dann nicht ewig geblieben, irgendwann nach München gekommen bist.
Ich würde dich bitten, weil wir dann später, wenn wir über Vatermilch sprechen, natürlich auch gewisse Parallelen herstellen wollen. Vielleicht kannst du mal einen ganz groben Kurzabriss geben, wie es dich vor allem so in diese Comic-Szene verschlagen hat. Was dich, und das bist du definitiv, das sieht man allein schon auf nahezu jeder einzelnen Seite deiner Werke, auch zum Comic-Fan gemacht hat. Ja, zuallererst mal muss ich sagen, ich bin nicht selbst von Karlsruhe nach München gekommen, sondern natürlich mit meinen Eltern, da ich da 3 Jahre alt war. Also ich konnte noch nicht Auto fahren und auch nicht in Zug alleine steigen. Insofern war das also nicht ganz korrekt, was du da gesagt hast. Aber nicht getrampt mit 3 Jahren. Also entdeckt habe ich das Medium Comic natürlich in meiner Kindheit. Dadurch, dass meine Mutter mir ab und zu die lustigen Taschenbücher mitgebracht hat, die habe ich natürlich geliebt, wie so viele andere Kinder auch. Und über meinen Vater, der ja nur sehr kurz anwesend war, wie man vielleicht weiß, wenn man meine Vatermilchbände gelesen hat, hat mir so in den ersten 6 oder 7 Jahren hatte er selbst auch sehr gerne Asterix gelesen. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Medium Comic. Und da steigt man natürlich auch gleich direkt bei der Spitze ein. Insofern hat mich das schon auch geprägt, würde ich sagen. Und Zeichnen war für mich immer schon sehr, sehr wichtig als Ausdrucksmittel. Offensichtlich hatte ich auch ein bisschen Talent. Und insofern habe ich da auch früh damit angefangen. Allerdings nicht mit dem Erzählen von Comics. Natürlich hat man immer so Einzelfiguren gemacht und ich habe auch schon mal in der Schule, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, im Kunstunterricht gab es mal das Thema Schlaraffenland, also auch sowas. Da war eigentlich schon früh auch das Wimmelbild für mich vorhanden. Das Schlaraffenland habe ich jetzt gerade wieder neu gemacht für Haie-Puzzles. Ist jetzt gerade rausgekommen, also zumindest ich habe die Druckversion schon. Auf den Markt kommt es aber erst im Januar offiziell. Aber der Bereich Comic, den habe ich damals noch gar nicht weiter beackert in so jungem Alter und bin tatsächlich wirklich erst sehr spät, so im Alter von ungefähr 23 Jahren, dann wieder in den Comic eingestiegen und habe dann angefangen, erste Kurzgeschichten zu machen. Eigentlich erst ab dem Alter von 23. Also relativ spät im Prinzip. Du bist ausgebildeter Grafiker, kann ich hier sehen, und hast dann auch an einer Akademie U5 in München Kommunikationsdesign studiert. Man muss also der entscheidende Moment gekommen sein, wo du dir gedacht hast, okay, ich mache das jetzt professionell. Woran lag es an dem positiven Feedback, das du bekommen hast von den Dingen, die du eh schon gemacht hast, oder weil du das so faszinierend fandest, in diesen Illustrationsbereich überzugehen? Wie sieht das aus, gerade weil wir hier beim Podcast auch viele aus der Kreativbranche haben, die das Ganze hören und dann natürlich immer auch so ein bisschen für Einstiegstipps dankbar sind. Wie kam es dann dazu, dass du dich dann so auch auf professionellem, beruflichem Wege in die Richtung entwickelt hast? Also das allererste war eigentlich, dass ich schon im Alter von 10 Jahren den dringenden Wunsch hatte, etwas in die Richtung zu machen. Und zwar, um genau zu sein, wollte ich Zeichentrickfilmzeichner werden, was ich also nicht ganz geschafft habe. Also, aber für mich war aber das Thema Illustration, Zeichnen immer schon sehr wichtig. Und ich war damals auch noch recht jung, als ich dann in diese U5 kam. Ich wollte eigentlich in die U5 einsteigen, schon mit 17. Die haben einen aber erst mit 18 aufgenommen. Also habe ich noch mir ein Jahr Zeit totschlagen müssen und habe da ein bisschen Geld verdient, was ich dann eben auch mit in die Schule gesteckt habe, in diese Akademie U5. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch geglaubt, dass ein Grafikdesigner unbedingt auch zeichnen können musste. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich mehr und mehr festgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Auch als ich dann an jener Akademie U5, als es sie noch gab, als Dozent 3 Jahre lang gearbeitet habe, habe ich also festgestellt, dass viele der Studenten, deren erster Satz war eigentlich, wenn sie sich vorgestellt haben, naja, Zeichnen ist eigentlich nicht so mein Ding. So haben sie sich dann in meinem Illustrationskurs vorgestellt. Und da hatte ich es natürlich mit sehr vielen, es gab Ausnahmen natürlich, aber ich hatte es mit sehr vielen Leuten zu tun, die nichts mit Illustrationen am Hut hatten und ja auch kein sonderlich großes Interesse gezeigt haben. Was ein bisschen frustrierend war als Dozent. Deswegen habe ich es dann auch nach 3 Jahren wieder aufgegeben. Hatte ich keine Lust mehr drauf.
Ja, genau. Hat dich eigentlich deine Mutter schon gefördert? Fand die das gut, dass du so viel gezeichnet hast? War das so, hast du da schon irgendwie so eine kindliche Förderung gekriegt? Meine Mutter hat immer gesagt, ja, zeichne doch mal was Schönes. Ah ja. Und ich habe natürlich immer in erster Linie hässliche Fratzen gezeichnet und wie man es halt auch so macht als junger Bub, da zeichnet man dann halt muskulöse Menschen oder versucht es zumindest, oder irgendwelche Monster oder Fantasiewesen. Und also insofern kann ich eigentlich nicht sagen, dass sie es gefördert hat, aber sie hat auf alle Fälle mit dafür gesorgt, dass ich auf diese Grafikerschule konnte, weil viel Geld hatten wir nicht. Und das war eine Privatschule, die auch für die damaligen Verhältnisse schon relativ viel Geld gekostet hat. Damals hat sie noch 410 Euro D-Mark gekostet, was aus heutiger Sicht lächerlich ist. Sie hat nämlich bis sie zugemacht hat vor 2, 3 Jahren, hat die U5 750 Euro im Monat gekostet. Und da nehmen sich dann 410 D-Mark wesentlich, wesentlich einfacher zu bewerkstelligen aus. Also ich meine, ich war von 1984 bis 1987 auf dieser U5. Ganz frisch, ganz jung. Und war's gut? War's geil? Ja, es war schon schön. Also es war auch eine schöne Atmosphäre da. Die sind später umgezogen. Den Raum fand ich nicht so toll. Also die Räumlichkeiten fand ich nicht so toll. Aber damals in Schwabing, das war schon toll und das war cool. Und da hatte ich meinen Spaß und habe da auch was gelernt. Zeichnerisch jetzt nicht unbedingt. Also zeichnerisch würde ich mich eigentlich eher als Autodidakt bezeichnen. Sag mal so, das ästhetische Empfinden hat es mit Sicherheit auch unterstützt und mein Auge für Typografie oder Gestaltung grundsätzlich, was ja auch eine wichtige Rolle spielt, wenn du dich über so eine Layout von der Comicseite her machst und die Panels und die Seitenarchitektur, wie es so schön genannt wird, hin und wieder. Es ist natürlich nicht schlecht, so ein Grafikdesign-Studium hinter sich zu haben. Absolut, ich denke, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe. Wenn du sagst Autodidakt, dann vermute ich mal, waren auch so Sachen wie, keine Ahnung, Scott McCloud oder so für dich vermutlich auch recht wichtig, oder ist das überhaupt jetzt kein Thema für dich gewesen? Ich habe das Buch von Scott McCloud schon relativ früh gehabt und habe mir das auch immer wieder angeschaut, aber immer nur in Teilen. Ich hatte nie die Geduld, das komplett durchzuackern. Also da habe ich schon auch selbst geschaut, und was für mich im Comic-Bereich auch sehr, sehr wichtig war, waren die Comic-Seminare in Erlangen. Ja. Also das war für mich wirklich toll. Da habe ich, was kann ich, 2 oder 3 Mal als Teilnehmer mitgemacht. Und das war super, weil das hatte auch natürlich auch eine ganz coole, tolle Atmosphäre. Damals, als ich das gemacht hatte, das war in den frühen 90er Jahren, würde ich mal sagen, Mitte 90er Jahre. Da gab es auch noch andere Dozenten, viele aus Frankreich vor allen Dingen, die einem da auch viel erzählen konnten. Also da war zum Beispiel, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ja wieder super. Ah, ja doch, Serge Letendre, das war der Szenarist und Texter von Loisel. Ja. Und da war noch nicht so lang, glaube ich, auf der Suche nach dem Vogel der Zeit draußen. Und er als Szenarist hat dann da auch Vorträge gehalten und hat immer so auf die Geschichten geschaut und hat dann Tipps gegeben. Und das war super, das hat mich sehr geprägt und das habe ich auch nicht vergessen. Also das habe ich immer noch im Hinterkopf, was der, also so einzelne Sätze, die der gesagt hat und Regeln, die er benannt hat. Das war für mich, ja, das fand ich sehr wichtig. Also auch gerade was so Panelabfolge und Erzählfluss und Rhythmus betrifft. Also das war für mich sehr prägend, und ansonsten habe ich natürlich immer auch selber, also wie man es halt so macht, als Mensch, der selbst schreibt und zeichnet, natürlich auch immer Comics, die ich gekauft habe, analysiert. Heutzutage zum Beispiel, also seit Jahren kaufe ich eigentlich kaum noch Comics. Meistens tue ich das dann beim Comic-Salon oder bei irgendwelchen Festivals, wo man dann auch schön von den Verlegern, die man ja alle auch schon seit Jahren kennt, Künstlerrabatt bekommt. Und da kaufe ich dann so hin und wieder so Liebhaberstücke ein. Aber ansonsten bin ich nicht dauernd im Comicladen oder
im Buchhandel und kaufe mir. Also da bin ich dann schon eher auf Roman und das ist mir auch sehr wichtig. Das breitere Erzählen ist mir sehr wichtig und inspiriert mich auch für meine Arbeit. Also auch von Romanen oder eben auch von Streaming-Serien. Also Ja. das ist für mich auch ein enorm wichtiger Einfluss, weil mir da sehr, sehr wichtig ist, dass die Figuren sehr viel mehr Tiefe haben als in dem Spielfilm von 1,5 bis 2,5 Stunden. Auf popkulturelle Empfehlungen werden wir auf jeden Fall am Ende unseres Gesprächs nochmal eingehen, wo du uns gerne nochmal das ein oder andere empfehlen kannst, was dir zuletzt gut gefallen hat. Aber gerade wenn du sagst, dass das natürlich auch für dich wichtig ist, dich zum einen auch mit Literatur abseits des Comics zu beschäftigen, einfach weil die auch natürlich ausschweifender erzählt werden kann, und zum anderen auch ja einfach TV- und Serieninhalte, also Film- und Serieninhalte für dich auch wirklich interessant sind, eine Inspiration sind, würdest du sagen, dass du dann tatsächlich das auch nutzen kannst, um deine Werke, deine Comics ein bisschen, also um die Szenen entsprechend vielleicht auch ein bisschen, ich möchte fast sagen, filmischer zu gestalten, da mehr auch vielleicht dann in Richtung meinetwegen Perspektiven zu gehen, Ausleuchtung und so, sind das Dinge, wo du dich dann beispielhaft eben auch aus Film und Serien inspirieren lässt? Auf jeden Fall. Also das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und das passiert auch ganz häufig unterbewusst und ich stelle das dann erst fest, wenn ich das gedruckte Buch in den Händen halte. Da ist mir der Film sehr wichtig, wobei man natürlich nicht alles filmisch übernehmen kann. Ich meine, wenn ich jetzt einen emotionalen Augenblick habe oder mir die Reaktion wichtig ist einer Figur, dann lenke ich halt erstmal frontal aufs Gesicht und zoome auch nochmal ein bisschen näher ran. Somit bekommt die Aussage, die vorher getätigt wurde oder was vorher passiert ist, einfach wesentlich mehr Gewicht. Und das ist mit Sicherheit eine filmische Eigenart, die ich da übernommen habe. Aber auch, ich habe jetzt Fachbücher über Drehbuchschreiben auch gelesen, bekam ich die Empfehlungen von den alten Atelierkollegen von der Artillerie. Und habe mir auch versucht, so ein bisschen einfach auch diese Glaubenssätze vom Drehbuchschreiben her so ein bisschen einzuprägen. Also zum Beispiel ein ganz wichtiger davon ist, Drehbuchschreiber schreiben immer das Ende zuerst. Das mache ich jetzt nicht unbedingt, aber das Ende zuerst zu schreiben, sorgt natürlich dafür, dass ich ein ganz klares Ziel habe, auf das ich zulaufe. Stephen King zum Beispiel macht es nicht. Stephen King ist zwar ein sehr erfolgreicher Autor, aber manchmal hakt es ein bisschen an den Enden, finde ich. Könnte auch am Kokain liegen, man Ja. Kann natürlich auch sein, ja. Naja, ich habe auch dieses Buch über Stephen King, über das Schreiben und Leben gelesen und das fand ich sehr interessant, weil ich ja auch die Bücher teilweise toll finde oder die Geschichten, wenn sie verfilmt worden sind, finde ich toll. Und haben auch ganz tolle Bilder und er fängt wohl so an, dass er ein Bild im Kopf hat und damit steigt er ein, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Und das merkt man den Geschichten manchmal an, finde ich. Also ein gutes Beispiel dafür ist Es. Also wie der Film dann auch geendet hat, da haben sich ja für viele Leute die Zehennägel aufgerollt, denke ich. Ja, war sehr unbefriedigend, denke ich auch. Das heißt Ja. also, wenn du an das Erstellen einer Geschichte gehst, dann hast du schon diesen Gesamtbogen im Kopf, gehst aber scheinbar auch, fängst du mit dem Ende an, weißt also genau auch, worauf du hinaus willst. Bei Vatermilch kann man das, denke ich, schon ganz gut sehen auch zum Beispiel, weil du das Ende ja voranstellst. Können wir von dir denn irgendwie auch Drehbuchdinge erwarten? Bist du schon mal zum Beispiel auch im Rahmen von Storyboards oder so an einer Filmproduktion beteiligt gewesen? Nein, für Storyboards war ich lange Zeit zu langsam. Mittlerweile würde das wahrscheinlich sogar gehen. Hat mich auch nie so interessiert. Mich hat immer eher interessiert, Illustrationen anzufertigen, die dann auch wirklich gedruckt werden. Sicher, ab und zu musste ich mal ein Storyboard annehmen oder ein Scribble, weil die Auftragslage nicht so toll war. Davon ist man natürlich auch immer ein bisschen abhängig. Klar. Aber interessiert bin ich grundsätzlich eher daran, Illustrationen oder Comics, Graphic Novels oder eben auch Wimmelbilder zu machen, die dann auch so gedruckt werden, die man schön in die Mappe stellen kann, aufs Portfolio. Und das ist mir eigentlich wesentlich wichtiger und macht mir dann auch wesentlich mehr Spaß. Ich bin einfach mehr ein Fummler, ein Illustrator, der dann seine Sachen gern ausarbeitet und nicht so hinwirft, so schnell, sondern ich doktor dann schon auch mal rum und ändere halt den Gesichtsausdruck dreimal.
wenn ich noch nicht zufrieden bin. Mama haut's auch beim ersten Mal hin. Kommt vor. Da bist du dann Perfektionist, weil du gerade auch deine Atelierkollegen, deine ehemaligen angesprochen hattest. Ich würde gerne mal auf München als Comicstadt zu sprechen kommen, denn kaum eine Stadt in Deutschland hat mich zuletzt so einfach mit ihrer Comic-Szene überrascht, von der sie selbst immer, zumindest einzelne Leute sagen, es gäbe sie gar nicht. Wenn wir mal kurz laut drüber nachdenken wollen, ihr habt das Comic-Festival München, das wir beim Telestartisch auch seit Jahren auch schon intensiv begleiten, auch mit Moderationen. Wir haben Leute wie die Gang Jungs, mit denen du zusammengearbeitet hast. Wir haben den Frank Schmolke. Wir haben Comicaze, diesen Comicverein, den es seit Jahren gibt. Jetzt seit neuestem auch die Sketch Pirates, die mehr so Richtung Urban Sketch Sachen gehen, halt Illustration im weitesten Sinne, nicht nur Comic. Und jetzt natürlich auch ganz aktuell, und da ist München auch ein großer Schwerpunkt, diese Initiative Comics in Bayern, die jetzt auch auf sehr festen, stabilen Füßen steht. Da ist die Förderung auch durch. München scheint mir eine Comicstadt zu sein. Hast du diesen Eindruck auch, Uli? Jein, also das stimmt natürlich, all die Leute und Initiativen, die du erwähnt hast, die sind da und da passiert jetzt gerade mit der Comicstadt Bayern auch sehr, sehr viel. Ich war bei zwei Events dabei, halte mich aber ansonsten aus solchen Dingen eher ein bisschen raus, weil meine Zeit sowieso schon recht knapp ist. Also ich finde es toll, was die machen und ich finde es eine ganz tolle Initiative. Aber da wird sich dann doch häufiger getroffen und die Zeit, die habe ich einfach nicht. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder. Gut, ein Kind ist schon 22, lebt aber immer noch zu Hause. Der ist natürlich aus dem Gröbsten raus und meine Tochter ist 13. Die ist auch super selbstständig, aber die Zeit für solche Dinge habe ich nicht und gerade wenn man an Comics arbeitet, braucht man eh sehr, sehr viel Zeit, die einem eigentlich sowieso selten, in den seltensten Fällen ausreichend bezahlt wird. Insofern bin ich bei solchen Initiativen nicht dabei, auch nicht bei Illustrationsstammtischen oder beim Comicaze-Stammtisch, auch schon lang nicht mehr. Da fühle ich mich natürlich auch nicht so zugehörig. Die haben alle ihre Berechtigung, aber ich selbst habe halt jetzt so mein eigenes Ding, was ich fahre. Es ist ganz toll, sich auszutauschen, das schon. Und das finde ich, das nutze ich immer sehr gern, zum Beispiel bei Comic Salon in Erlangen oder jetzt bin ich von meinem französischen Verlag Dago eingeladen, nach Angoulême wieder mal zu kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Da war ich nämlich schon seit 12 bis 15 Jahren nicht mehr. Und also das macht mich sehr glücklich und da freue ich mich drauf und mich dann auch da mit internationalen und auch deutschen Kollegen auszutauschen. Das ist immer toll und sehr intensive 4 Tage, die ja, von denen man aber auch echt gut zehren kann, bis man ein Jahr später sich dann wieder zum Beispiel in München auf dem Comic Festival trifft, wo dann auch die ganze Familie eigentlich wieder zusammenkommt und das finde ich immer toll. Und natürlich ist Austausch auch jetzt auf Social Media immer da und man ruft sich auch mal gegenseitig an. Also ich habe auch ganz, ganz viele Freunde in Berlin, die für mich als Comicstadt eigentlich fast ein bisschen interessanter ist, weil es da ganz viele Leute gibt, die ich persönlich sehr gut kenne. Und also ich habe so das Gefühl, Berlin ist eigentlich die Stadt in München, die größte Comiczeichnerdichte hat, würde ich mal sagen, vor allen Dingen von professionellen Comiczeichnern. Wir haben hier in München haben wir natürlich den Benjamin von Eckertsberg, den Tommy von Kummern, die Barbara Helin, mich, den Frank Schmolke und aber das waren im Großen und Ganzen so die größeren und da gibt es noch eine Menge neuere Leute, die ich dann oft auch gar nicht so auf dem Schirm habe, weil ich natürlich auch so ein bisschen mein eigenes Süppchen koche, aber mir ist schon der Austausch auch wichtig. Also ich möchte jetzt nicht hier so als Gollum gelten, der in seinem Verlies sitzt und nur vor sich hin macht. Das nicht. Also ich meine, das ist zwangsläufig so, weil es natürlich, klar, irgendwo muss es ja gemacht werden. Ja, das hört man tatsächlich ja oft, dass dann die Arbeit so im stillen Kämmerlein, meinetwegen im Atelier, im Keller, auf dem Dachboden, wo auch immer, die Menschen ihre Arbeiten dann durchführen. Da ist man dann natürlich im gewissen Rahmen auch so ein bisschen für sich allein und arbeitet halt an dem Werk. Bist du dann so voll in deinem Modus, in deinem hochkonzentrierten Modus und arbeitest da Stück für Stück durch oder hörst du nebenbei auch Musik, vielleicht sogar Podcasts? Wie ist das, wenn du da so arbeitest? Verlierst du dich komplett in deiner Arbeit oder lässt du dich auch gern mal ablenken, so wie mir das zum Beispiel ständig geht?
Ja, leider ist unser Atelier, also ich meine, es ist ja ganz gut. Ich bin ja jetzt nicht still in meinem Kämmerlein, sondern ich sitze hier zusammen mit Rudi Skukalek, ein lieber Freund und Atelierkollege, schon auch aus Artilleriezeiten. Den habe ich aber ganz, ganz lang anbetteln müssen, dass er, bis er dann irgendwann sich getraut hat, hierher zu kommen. Mit dem sitze ich in einem kleinen Zimmerlein. Und dann sind aber ansonsten hier noch 8 bis 9 Leute immer wieder da, mit denen ich mich auch gerne austausche oder unterhalte, zusammen Mittagessen gehe. Also man vereinsamt hier nicht so sehr. Und ich bin leider auch jemand, der sich gern mal ablenken lässt. Und ich sitze zum Beispiel, jetzt schaue ich hier gerade aus dem Fenster, ganz schön in München am St. Paulsplatz. Das ist direkt neben der Wiesn, neben dem Oktoberfest, was während des Oktoberfests dann auch sehr interessant sein kann. Aber gegenüber von meinem Fenster ist das riesige Portal, sehr schön in St. Paulskirche. Also wenn man rausschaut, hat man das Gefühl, man ist in Notre Dame. Ja, das ist wirklich super schön und hat eigentlich nichts mit dem stillen Kämmerlein zu tun, was man immer so im Kopf hat. Also das ist hier nicht Spitzweg, würde ich mal sagen. Okay, alles klar. Ja, dann war es irgendwann soweit. Du warst Comiczeichner, Illustrator bist du geworden und hast dann angefangen, soweit ich das hier sehen kann, für verschiedene Magazine und auch Anthologien Beiträge zu machen. Und dann kam Ja. irgendwann Ende der 90er etwas beim Zwerchfell Verlag zunächst raus. Die jetzt ja, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, die haben ja aufgehört, die Jungs, liebe Grüße an der Stelle auch, aber haben jetzt doch nochmal irgendwie so eine Biografie von wem auch immer rausgehauen. Egal, Zwerchfell ist auf jeden Fall immer eine Größe und Instanz gewesen, wenn es darum geht, Nachwuchskräften eine Plattform zu geben. Das kann man so sagen, über jedes Jahr hinweg, da waren immer tolle Sachen dabei von, wenn man so will, Novizen der Szene. Und 99 erschien dann, gern, Darf ich ja? kurz einhaken? Gerne. Zwerchfell gibt es seit wann nicht mehr? Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Der Zeche Verlag, die haben doch aufgehört. Das letzte, was die gemacht haben, ist der DAX mit hier von der DAX halt, womit sie letztes Jahr getourt sind. Die haben offiziell ihren Verlag beendet. Also es gibt keine neuen Oh. Veröffentlichungen mehr bei Zwerchfell. Ist eingestellt letztes Jahr. Schade. Das letzte, was rauskam, war wie gesagt DAX. Das ist so ein Riesending, das ja auch schon in Koproduktion mit Reprodukt veröffentlicht haben, was ja auch international mit Preisen überschüttet wurde. Und als sie dann hier letztes Jahr in München waren, war das quasi so das letzte große Aufbäumen des Zwerchfell Verlags. Gab es auch entsprechende Interviews im Tagesspiegel zum Beispiel. Und jetzt kamen nochmal die Tage, scheinbar nochmal was nachgerutscht. Keine Ahnung, irgend so eine Biografie. Die habe ich jetzt hier auch digital rumliegen. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Aber Zwerchfell produziert nichts Neues mehr, die verkaufen nur noch ab. Okay, das wusste ich nicht, weil genau, ich habe sie nämlich letztes Jahr auf dem Comic Festival noch gesehen und deswegen hat mich das jetzt ein bisschen gewundert. Wusste ich nicht. Wie gesagt, also ich kriege nicht unbedingt alles mit aus der Comic-Szene, aber einiges. Was nichts daran ändert, dass es ein herausragend guter Verlag war, dieses Ende für jemanden, der jetzt nicht die Verkaufszahlen kennt, so wie ich, total überraschend kam und ich jetzt gucken muss, wie ich noch alles schnell nachkaufen kann, was es bei denen so gab, weil halt im Regelfall das hochwertig ist und war. Und auch dich hat es dann spätestens 99 dahin verschlagen, als dein erstes Werk, auch das eine Sammlung von verschiedenen Kurzgeschichten namens Schläfenlappen Fantasien, dort erschienen ist. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, es ist ja das eine, Kurzbeiträge zu machen fürs Strapazin war dabei oder auch hier Moba Mogu heißt es, glaube ich, genau, Mogamobo. Moga Mobo. Das ist die eine Sache, aber dann so wirklich dann so mal eine Zusammenstellung zu machen und mit einem Verlag zu arbeiten, vielleicht nochmal was anderes. Vielleicht kannst du da mal für uns ein bisschen rekapitulieren, wie kam es dann da zur ersten Verlagszusammenarbeit? Das war so. Also diese ganzen Kurzgeschichten, die du vorhin schon erwähnt hattest, die ich für die Magazine gezeichnet und umgesetzt habe, die haben dann später dieses Gesamtwerk gebildet, Schläfenlappenfantasien. Also es war im Prinzip jetzt nicht ein Buch, was ich extra anfertigen musste, sondern das hat sich so Stück für Stück gesammelt. Ich habe zwar, glaube ich, 2 Geschichten komplett neu gezeichnet, weil ich unzufrieden war damit, bevor dann ein Buch draus wurde. Also Büchlein, würde ich mal sagen. Also es ist ja nicht so wahnsinnig dick, noch knapp unter 100 Seiten. Und der Plan war ursprünglich, das ganze Buch, Büchlein, bei Carlsen rauszubringen. Da ich nämlich in Erlangen auch schon bekannt war durch meine Kurzgeschichten und man sich natürlich kannte. Und damals war Joachim Kaps, der Geschäftsführer bei Carlsen, glaube ich, oder Cheflektor bei Carlsen.
Und mit dem hatte ich dann in Erlangen eigentlich ausgemacht, dass, also ja, das müssten wir unbedingt drucken, meinte er. Und das ist aber dann leider nie passiert. Und ich bin dann auch mal extra nach Hamburg gefahren und weil wir einen Termin hatten. Und den Termin hat er dann verschwitzt und hat mich umsonst nach Hamburg fahren lassen. Da Oh, war ich ja. dann auch stinksauer, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also ich glaube, er hat dann auch lange Zeit Angst vor mir gehabt auf den Comic-Salons. Zu Recht. Zu Recht. Und ja, nee, also insofern, diese Zusammenarbeit hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich natürlich weiter umgeschaut und wusste natürlich auch schon aus meiner Zeit, die ich immer in Erlangen verbracht habe, dass es da den Zwerchfell Verlag gab. Und dann lag es natürlich sehr nahe, da herausgebracht zu werden. Ich hatte damals das Glück, ich musste noch nicht selbst was dazu zahlen, sondern ich wurde produziert und die Druckkosten hat Zwerchfell übernommen. Weil das war, glaube ich, zu einem späteren Zeitpunkt dann schon so, dass die Künstler sich am Druck beteiligt haben. Also was ich so gehört Ach habe. ja. Bin ich aber nicht ganz sicher. Also das müsstest du vielleicht überprüfen. Das, nicht, dass Werde ich ich dann, tun, ja. nicht, dass ich da einen Schmarrn erzähle. Ja, ist ja bei Comic-Künstlern generell so, dass sie im Regelfall, gerade in Deutschland, Viel ohne Schmarrn erzählen Vorschuss. oder was? Nein, nein, dass sie ohne Vorschuss arbeiten. Das heißt, die komplette Produktionsphase Ja. ist im besten Fall durch irgendein Stipendium abgedeckt oder irgendeine Förderung, aber eigentlich musst du das mit Absolut. irgendwelchen Ersparnissen abdecken, was ja, sagen wir mal, in der Summe ist dieser Zustand ja unhaltbar. Und Absolut. das ist natürlich eine Katastrophe. Vor allen Dingen, das ist richtig, das ist natürlich, das geht gar nicht. Aber auch die Vorschüsse, die man bekommt, sind jetzt nicht so groß, dass man davon große Sprünge machen könnte. Also, was weiß ich, wenn da mal ein Vorschuss 2000 hat oder ja, selbst wenn da 6000 Euro ist, ja, dann kann ich, wenn ich ganz sparsam lebe in München, vielleicht mal 2 Monate daran arbeiten an dem Projekt, wo man aber für gewöhnlich eher allermindestens 1 Jahr dran sitzt, aber eher mal 2 bis 3 Jahre, wenn man am Stück dran arbeiten kann. Also insofern machen auch die Vorschüsse, die man dann auch wirklich bekommt von den größeren Verlagen. Aber es gibt ja, glaube ich, sogar auch kleinere Indie-Verlage, die ja auch so gut wie gar nichts zahlen können. So, da habe ich aber jetzt auch nicht so den wahnsinnigen Einblick. Ich habe nur mal was gehört. Da will ich aber jetzt niemanden ankreiden. Das macht tatsächlich, glaube ich, jeder Verlag extrem unterschiedlich, gerade auch, weil die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Verlage auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Was zuletzt recht positiv aufgefallen ist, ist der jetzt inzwischen von Joachim Kaps geleitete Verlag Ultraverse, dieser Manga-Verlag. Die können tatsächlich Leute auch beschäftigen und mit denen Verträge über mehrere Bände vorab schließen. Da habe ich auch schon Menschen interviewt, die sich als Mangaka präsentieren und einzig und allein von diesem Mangaka-Zeichnen leben. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Ich kann da jetzt wieder nicht so viele Okay. Namen nennen, aber natürlich kann Carlsen auch andere Sachen jetzt finanzieren, als das jetzt da beispielsweise der Zwerchfell Verlag konnte. Die Situation ist da schon ganz unterschiedlich. Aber Aber eigentlich ist von es ja perfekt. finanzieren würde ich da trotzdem nicht sprechen. Okay, bezuschussen. ja, Ja. allerhöchstens, ja. Okay. Ja, weil dann würde ich das gerne noch vorziehen, diesen Punkt nämlich. Gerade bei der Frage, wie macht man das eigentlich? Du hast 2022 auch dieses Arbeitsstipendium bekommen vom Freistaat Bayern. Das ist eine Sache, das finde ich ja großartig, dass verschiedene Bundesländer und auch Länder, also insbesondere Hamburg und Berlin fallen mir da noch ein, die auch so Stipendien, Comic-Stipendien haben, dass das jetzt auch eine immer relevanter werdende Möglichkeit ist für Artists in irgendeiner Form ihren ja einfach Alltag auch zu bestreiten und dann so Projekte umzusetzen. Was für Ja. Erfahrungen hast du denn da gemacht? Vielleicht kannst du mal, wenn wir den Sprung jetzt einfach mal machen, ein bisschen hin und her, zu diesem Arbeitsstipendium, das ja 2022 also noch sehr aktuell auch ist. Wie kam es denn eigentlich dazu? Gab es ein großes Auswahlverfahren oder warst du schon immer der Favorit von denen? Vielleicht kannst du da mal kurz was zu erzählen. Nein, es gibt natürlich schon, muss natürlich auch ein Auswahlverfahren geben und das ist gar nicht unbedingt ein Comic-Stipendium gewesen, sondern es ist in der Tat ein Literatur Stipendium für SchriftstellerInnen. Das ist also die Ausschreibung und im Jahr davor, also 2021, war im Rahmen dieses Literaturstipendiums und Schriftstellerstipendiums tatsächlich das erste Mal Comic und Graphic Novel mit dabei. Und neben den
ganzen anderen Kategorien, die ich gar nicht alle nennen könnte, Literatur, Und Poesie, weitere. ich weiß es nicht genau, alle möglichen Spielformen und Kategorien. Und das ist natürlich toll, dass das mittlerweile immer mehr so, vor allen Dingen auch jetzt gar nicht unbedingt als Comic-Stipendium, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber der Comicbuchpreis von Berthold Leibinger zum Beispiel, den ich damals auch, als es den zum zweiten Mal gab, gewonnen habe, der war ja auch sehr hoch dotiert und ist mittlerweile sogar noch höher dotiert. Das ist schon toll, dass es sowas gibt und das dann auch in dem Fall jetzt als Literatur eben wahrgenommen wird und als Literatursparte. Das finde ich schon toll und dass man so mehr und mehr anerkennt, dass Comic und Graphic Novels eben auch irgendwie zur Literatur dazugehören. Was sich aber leider natürlich, ich meine, wir sind noch lange nicht am Ziel, weil mit den Auflagen von Romanen kann man das jetzt nicht vergleichen. Wobei man das natürlich so auch nicht wirklich sagen kann, weil es gibt ja auch bei Romanen oder bei der Belletristik immer nur eine Handvoll, die wirklich hohe Auflagen fahren. Und dann gibt es das Gros der SchriftstellerInnen, die dann beispielsweise mit tausender Auflagen zufrieden sein müssen. Also das gibt es ja da auch. Also insofern kann man es eigentlich schon ein bisschen vergleichen, würde ich sagen. Das war dann das Arbeitsstipendium, das da gekommen ist. Da gab es diese Ausschreibung, da musst du dich dann auch aktiv bewerben oder wozu angesprochen? Wie läuft sowas ab? Ah ja, genau, das habe ich so ein bisschen vergessen. Ja, klar, man musste sich, also das war gab eine Ausschreibung, von der habe ich erfahren. Und wenn man sich dann natürlich grundsätzlich mal nach irgendwelchen Fonds oder Fördertöpfen oder sonst was erkundigt in den Bereichen, dann wird man auch über Google ganz gut, denke ich, informiert, was es da so alles gibt, was jetzt auch länderspezifisch ist oder was jetzt auch bundeslandübergreifend ist. Nee, da muss man sich bewerben. Da musste man zum Beispiel das, soweit ich weiß, sogar das komplette Manuskript für die fertige Geschichte abgeben. Das war ja auch etwas, was im Entstehen ist, also was eine Förderung für ein Projekt im Entstehen ist, was natürlich ganz gut ist und nicht für das fertige Buch, weil da ist es ja dann schon fertig, sondern für das Projekt in Arbeit. Insofern wollten die ganze Geschichte sehen, das Manuskript, dann wollten sie ein Exposé sehen auf zwei Seiten, wo man die Geschichte mal erfassen kann und sehen kann, wo die Reise hingeht, damit man also auch weiß, dass derjenige auch einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, oder diejenige. Und dann waren gefragt 10 Seiten der Comicgeschichte ausgearbeitet. Und dann habe ich persönlich noch mal eine Seite dazu geschrieben über den persönlichen Hintergrund. Da es ja auch eine biografische, autobiografische Geschichte, Fall von Vatermilch ist und war. Insofern war das so meine Sache, die ich da hingeschickt habe, und dadurch konnte ich dann wohl überzeugen, was mich sehr gefreut hat, natürlich. Absolut, und hat ja auch hoffentlich auch seinen Beitrag geleistet zur Entstehung von Vatermilch, auf das wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Aber es macht vor allem den Eindruck, als würden die dort schon erfahrene Artists ansprechen. Leute, die halt eben überhaupt in der Lage sind, so ein Konzept Das zu stimmt. erstellen, die ganzen Voraussetzungen zu erfüllen. Jetzt so ein Berufseinsteigerin wäre da jetzt ja wahrscheinlich nicht so geeignet für. Das kann man nicht so grundsätzlich verneinen, weil es gibt ja dann schon so Leute, die schon mit ihren Erstlingswerken sich wahnsinnig präsentieren. Also das kann man, glaube ich, so nicht grundsätzlich sagen, aber natürlich gibt es viele, das ist dann wieder wahrscheinlich das Gros, die ja halt am Anfang noch viel Luft nach oben haben, aber vielleicht schon gute Anlagen haben. Natürlich, auch die können sich dort bewerben und dann spielt natürlich ganz oft das Thema auch eine Rolle und natürlich die Art zu erzählen und wie es erzählt ist und ob es gut erzählt ist und ja, ob man der Geschichte gut folgen kann. Also es spielt nicht immer nur die Zeichnung eine Rolle, was ja auch ganz oft bei Comiczeichnern, denke ich mal, der Fall ist, dass es viele gibt, das Hauptaugenmerk auf die Zeichnungen legen und
die Geschichte nicht so wichtig ist. Und das, finde ich, merkt man immer. Und mir ist die Geschichte halt doch sehr wichtig. Und es ist der alte Design-Grundsatz, Form follows Function. Also ich finde, die Ja. Geschichte sollte vorher da sein. Bevor ich nämlich meiner Geschichte nicht sicher bin, fange ich zum Zeichnen gar nicht an. Da wäre mir die Zeit dann zu schade. Dein Debütalbum Schläfenlappenfantasien, das ist dann damals ja auch nominiert gewesen schon für den Max-und-Moritz-Preis in Erlangen. Generell sind Auszeichnungen und auch zumindest Nominierungen für deine Werke, für Auszeichnungen auch eigentlich was, wenn ich mir hier so die Liste anschaue, da ist ja eigentlich einmal alles dabei, ne? Der Ecom-Preis ist mit dabei, du hast vom Comicbuchpreis der Bertolt-Liebinger-Stiftung bereits gesprochen, auch der Rudolf-Dirks-Award, als es den noch gab, den gibt es leider gar nicht mehr. Also, da waren viele Sachen dabei, Schwabinger Kunstpreis, Peng natürlich auch, der Comicpreis, aber direkt vom Comic-Festival München. Da ist also einiges, gibt es noch weitere Menschen, die offensichtlich auch davon überzeugt sind, dass das, was du machst, gut ist. Und dann gab es, wenn wir mal in den Büchern weitergehen wollen, was wir hier noch an Sachen haben, ja noch eine weitere Kurzgeschichte, Fraß. Und dies erschien bei Edition 52. Worauf ich eigentlich noch hinaus will, ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich das alles gelesen habe. Ich habe mir nämlich alles zusammengekauft. Und dann habe ich gemerkt, ach guck mal, das ist ja alles auch in Kopfsachen drin, was dann nochmal in gebündelter Form später beim Carlsen Verlag erschienen ist. Ja. Ganz tolle Geschichten, da ist ja dann auch nochmal so ein bisschen überarbeitete Fassung drin. Ich kenne jetzt nur ich habe letztlich dann die finale Version in Kopfsachen gelesen, die ist ja dann nochmal nachkoloriert bzw. teilkoloriert worden. Wie kam es denn eigentlich dazu zur Wiederveröffentlichung von diesen ersten Bänden von dir? Kann man die etwa nicht mehr kaufen? Ja, die sind definitiv vergriffen, weil bei Zwerchfell gab es ja auch nur sehr geringe Auflagen. Ich weiß gar nicht, waren das 1000 oder waren es 1500? Ich weiß es nicht. Also da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Bin mir auch nicht sicher, ob nicht irgendwo in einem Keller noch Sachen rumdümpeln. Das kann durchaus sein, aber insofern und auch Fraß nicht. Ja, da gab es auch nur eine kleine Auflage, die wirklich, ich glaube 2000, die dann leider vergriffen waren irgendwann. Insofern war ich sehr froh, dass ich Carlsen davon überzeugen konnte, das einfach nochmal aufzulegen, weil ich fand es schon schade, dass so gewisse Sachen nicht mehr zu bekommen sind. Wie auch Hector Umbra, das sollte eigentlich auch neu aufgelegt werden. Das wird auch irgendwann hoffentlich passieren, bald. Toi, 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 du hast mir nämlich auch gesagt, dass ich quasi Glück hatte hier mit meiner gebrauchten Fassung von Hector Umbra, die ich mir im Internet bestellt habe. Mir liegt jetzt hier die gesammelte Form vor, das gesammelte Werk von Hector Umbra. Das ist aber ursprünglich gar nicht in dieser Gesamtausgabe erschienen. Das waren auch schon einzelne Bände, ist das richtig? Das waren einzelne Bände, davon gab es aber in Deutschland nur einen. Die drei Bände vollständig sind in Holland erschienen. Und da gibt es auch einen Schuber dazu, den habe ich hier auch noch rumstehen. Und dann gab es, warte mal, wo gab es noch? Die französische Ausgabe gab es auch nur, glaube ich. Da gab es auch einen in Französisch, aber auch nur den ersten Teil, denke ich. Ich kenne jetzt das Gesamtwerk, das leider, wie gesagt, auch schon vergriffen ist. Und was hier natürlich so ein bisschen raussticht, gerade wenn man auch weiß, dass du zum Beispiel ja auch Beiträge gemacht hast für eine Comic-Anthologie von Dark Horse und so, das liest sich für mich erstmal total rund. Ich finde es top. Es liest sich wie eine große Bewerbung für, ey, ich möchte gerne mal Hellblazer schreiben, ich möchte gerne mal Hellboy machen, ich möchte gerne irgendwas im Vertigo-Universum machen. Wäre das was du dir vorstellen könntest? Eigentlich eher nicht, weil gerade diese Zusammenarbeit mit Dark Horse, da habe ich mir jetzt dann schon was erhofft und ich kam da durch Empfehlung von Mike Mignola eben zu Dark Horse und Dark Horse kam deswegen auf mich zu. Aber das war nicht so ganz einfach. Also sie wollten eine sehr amerikanische Geschichte haben. Und ich habe natürlich meine Geschichte so erzählt, wie ich meine Geschichten erzähle. Und vielleicht wäre es heute auch anders. Kann durchaus sein, dass sie da vielleicht offener geworden sind. Hätte ich schon schön gefunden, aber wenn dann eigene Geschichten. Ich will nicht unbedingt irgendjemandes Geschichten erzählen, wo ich mich dann an 1000 Normen und Regeln halten muss und das nicht tun darf und da nicht den ich in der geblümten Unterhose zeigen darf oder sonst was. Insofern, nee, da hätte ich gar nicht so großen Bock drauf. Ich meine, klar, wenn dann so gutes finanzielles Angebot winkt, dann überlegt man sich das wahrscheinlich schon nochmal, aber dann müssten auch die Rahmenbedingungen stimmen und dann würde ich vielleicht sowas machen.
Aber wie gesagt, so ein Projekt dauert einfach so lang, dass man sich das schon sehr genau überlegen muss, was man da jetzt machen möchte. Und Absolut, absolut. Und ich finde es auch interessant, dass da natürlich dann finanzielle Aspekte eine große Rolle spielen. Das muss natürlich auch im Verhältnis stehen und gegebenenfalls attraktiver sein, als was Eigenes zu veröffentlichen. Gerade wenn man dann auch Kopfsachen, also diese gesammelten 8 Erzählungen nochmal daneben hält, dann ist das stilistisch halt, ne? Also es ist ja wirklich einfach auch viel düstere Sachen dabei. Ich will düster nicht immer gleich mit Erwachsenen stellen, weil das schon was anderes auch ist, aber also ich könnte mir sehr gut vorstellen, mir von dir auf jeden Fall auch noch weitere Horrorcomics durchzulesen, weil ich finde, dass das wirkt rau, das wirkt dunkel. Du weißt ja auch genau, das hast du in anderen Interviews auch schon zu Genüge erzählt, wo sind Licht und Schatten zu setzen, wie ist die Perspektive mit Nahaufnahmen von Gesichtern. Wir hatten es vorhin ganz kurz. Du weißt also genau, wie muss ein Comic aufgebaut sein, mit welchen, ja, eben Perspektiven letztlich auch, zeugst du welches Gefühl auch bei den Lesenden. Ich finde, das gelingt dir sehr gut. Beispielsweise Melancholie oder so, das liegt dir einfach und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch weitere Dinge von dir mindestens genauso interessant sein könnten. Ja, also sollte Vatermilch ja zum Beispiel nur eine Fingerübung sein für mein großes Werk. Da hatte ich ja noch was vor. Magnus Das war Opi. eigentlich, ja, und das ist ja eigentlich Vatermilch jetzt geworden schon, weil es folgt ja noch was. Und also eigentlich wollte ich nämlich dann so eine Art Horror Münchner Gespenstergeschichte machen und habe sie so geplant, die dann eben auch in München spielt, so die 1920er, 1930er Jahre, die goldene Ära der Kunst in München und dann eben 20 Jahre, 100 Jahre später eben auch in der heutigen Zeit. Aber dazu später vielleicht. Erstmal on Erstmal hold. Okay. Vatermilch weitermachen, fertig machen. Dann springen wir da auch gleich erstmal nochmal zu Vatermilch. Ich hatte schon die Gelegenheit, die ersten beiden Bände zu lesen. Ich habe die beide, krieg die immer digital vorab geschickt, auch in Vorbereitung für Interviews und so. Und das ist ja eine zumindest, also über weite Teile biografisch, aber ich weiß gar nicht so genau, zu wie viel Prozent biografisch. Du erzählst hier die Geschichte eines Mannes, der seine Familie verlässt. Und das Ganze basiert eben auch auf deinen ganz persönlichen Erfahrungen, hat aber meines Wissens auch fiktive Inhalte. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wovon handelt Vatermilch und wie parallel verläuft die Handlung zu deinem persönlichen Leben? Ja, es ist richtig, dass es da viele biografische und auch autobiografische Anteile gibt, aber eben nicht vollständig, so wie du es eben auch schon gesagt hast. Es gibt ein dramatisches Kernereignis, das ist ein Autounfall, den der Protagonist trunken im Zustand verursacht. Und bei diesem Autounfall stirbt eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder. Und dadurch lädt er natürlich enorm viel Schuld auf sich. Das ist aber jetzt zum Beispiel genau der Teil, der nicht biografisch ist. Also dieser Autounfall, den habe ich schlicht und einfach dazu erfunden, um die Schuld des Protagonisten auch stark zu erhöhen und dadurch eben auch die Fallhöhe, die er eben in der Geschichte und in dem ganzen Spannungsbogen einnimmt. Aber jetzt sehr viele Eckdaten meines Vaters. Ich habe auch mit voller Absicht die Namen geändert, meines Vaters und von mir selbst natürlich auch und von allen Beteiligten, weil ich erstens nicht wollte, dass die Namen genau eins zu eins übernommen werden, weil ich mir auch diese künstlerischen Freiheiten herausnehmen wollte und um sagen zu können, nee, also das ändere ich jetzt im Plot einfach, weil ich dadurch die Geschichte viel spannender und schlüssiger erzählen kann. Und das Leben eines Menschen ist nicht immer unbedingt so aufgebaut, wie eine Geschichte aufgebaut sein sollte, dem Spannungsbogen mit Anfang, Mitte, Ende, sondern oft verlaufen so reale Leben wesentlich langweiliger. Insofern war mir das sehr wichtig. Und die Namen zu ändern war mir auch wichtig. Und weil ich dadurch erstens mal eigene Charaktere auch zeichnerisch entwickeln konnte. Das war mir auch, da wollte ich jetzt nicht unbedingt auf eine Ähnlichkeit anspielen, sondern einfach auch ein schönes Character Design machen und außerdem auch die Freiheit haben, zu sagen, ja, das ist erfunden und das ist jetzt real. Aber im Falle meines Vaters, also aka Rufus Himmelstoß, sind zum Beispiel, was der Realität entspricht, er hat die Familie verlassen, als das Kind 7 Jahre alt war, war Alkoholiker,
Er war teilweise obdachlos. Das entspricht der Wahrheit. Und er war Markisenverkäufer. Das entspricht auch der Wahrheit. Das könnte man auch denken, dass es erfunden ist, ist es aber nicht. Und die Markisen spielen ja auch eine nicht ganz unwichtige Rolle, wie man jetzt auch nochmal in Band 2 ganz gut gemerkt hat, denke ich. Absolut. Ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen auf die Dezember-Ausgabe der Comic-Cookies. Dort werden wir uns ausführlich mit den ersten beiden Teilen von Vatermilch beschäftigen und diese ausführlich rezensieren. Und ich weiß nicht genau, ob ich da aus dem Schwärmen rauskommen werde. Aber da wirklich mal so ein bisschen Querwerbung für das andere Projekt hier, das ich noch habe. Für die Comic-Cookies Dezember-Ausgabe, da werden wir uns gemeinsam über Vatermilch 1 und 2 unterhalten, die ja nur die ersten beiden Teile von insgesamt 4 Büchern werden. Ist das richtig? Das war richtig. Also jetzt mal zu der Historie von Vatermilch grundsätzlich. Zuallererst, bevor überhaupt irgendetwas bekannt wurde, war es geplant, dass ich ein einzelnes Buch damit mache, was dann 400 bis 500 Seiten gehabt hätte. Und das sind wir dann so in Absprache mit meinem Lektor, mit Micha Grünewald, drauf gekommen, dass man vielleicht doch zwei Teile macht. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach Mensch, jetzt sitze ich schon so lange dran, machen wir doch drei Teile. Und letztendlich haben wir dann vier Teile draus gemacht. Jetzt hat sich gerade aber etwas, du bist einer der Ersten, der es erfährt, etwas Neues ergeben, als ich jetzt mit Dago gesprochen habe. Ich war mit Dago vor kurzem im Gespräch und wir hatten überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, Teil 3 und 4 direkt in Frankreich rauszubringen, die mir dann mehr Vorschuss zahlen könnten und ich besser an dieser Sache arbeiten könnte. Nun klappt das aber nicht, weil natürlich auch so ein Verlag wie Dago daran interessiert ist, wenn dann alle Lizenzen zu haben, so dass sie sie in alle Herren Länder auch vertreiben und verchecken können. Das können sie aber natürlich nicht, weil die Lizenzen für die ersten beiden Bände bei Carlsen sind. Insofern bleibt es dabei, es wird bei Carlsen rauskommen. Bei einem Gespräch mit Dago hatte der Cheflektor dort eine sehr gute Idee, ob es nämlich nicht möglich wäre, Teil 4 noch mit in Teil 3 aufzunehmen und Teil 3 und 4 dann dementsprechend so zu kürzen, dass halt ein Band 3 draus wird, der einfach ein bisschen dicker ist, 20, 30 Seiten dicker ist. So dass man dann also nur einen Teil 3 hat. Was natürlich auch den Comic-Fans zugute kommt, also erstens mal mir auch zugute kommt, weil ich nicht mehr so lang dran sitzen würde. Und zum anderen auch den Fans zugute kommt, da die schneller natürlich zum Ende der Geschichte gelangen. Was Und nicht natürlich, so lange auf dem vierten Band warten müssen, dann. ja richtig, dann nochmal vielleicht 2, 3 Jahre auf den vierten Band warten müssten. Oder ein Jahr, wenn das mittlerweile ein Millionenseller geworden ist, dann Ja. kann ich es ja viel schneller zu Ende bringen. Ja, Vatermilch ist ja auch so ein Beispiel für ein Werk, dem Corona halt wirklich alles andere als entgegenkam. Also ich denke, da war einiges geplant, unter anderem auch in Erlangen. Und das kam sicherlich ganz schön in die Quere, oder? Hat es dir sehr geschadet? Also ich bin der Meinung, absolut, ich habe die Erfahrung gemacht, also es kam ja tatsächlich raus im Mai 2020, Teil 1. Und wir haben schon die ganze Zeit überlegt, es war gerade klar, okay, Erlangen wird abgesagt. Ja, das wäre ganz, ganz wichtige Veranstaltung für mich gewesen, für Vatermilch 1. Sehr, sehr wichtig. Und die wichtigste eigentlich überhaupt. Und das fand nicht statt. Das war schon mal sehr schlecht. Sehr schlechter Start für das Buch. Und noch dazu hatten alle Buchhandlungen teilweise ganz zu, teilweise stark verkleinert. Außerdem hatten sie wahnsinnig Angst vor Umsatzeinbußen. Und es wird zwar immer gesagt, ja, Mensch, Corona, da liest man doch mehr und so. Das ist aber, glaube ich, also aus meiner Sicht ist das ein Irrglaube, weil ich denke, dass zwar die Leute mehr lesen, aber jetzt statt beispielsweise 5 oder 10 Bücher sich zu kaufen, kaufen sie halt, oder statt 3 Bücher zu kaufen, kaufen sie sich ein Buch. Und dieses eine Buch, das sie sich kaufen, da greifen sie auf Autoren zurück, die sie bereits kennen. Und so habe ich das also stark empfunden. Die Auflage war nicht schlecht und die erste Auflage war auch von 3000 Stück, die waren sehr vorsichtig. Carlsen war sehr vorsichtig mit der Auflage, hat nur 3000 Stück aufgelegt wegen Corona.
Und die waren dann schon nach ein paar Monaten weg. Und dann wurden nochmal 1500 aufgelegt. Die sind jetzt auch fast weg. Also insofern, so schlecht ist es nicht. Es sind immerhin 4500 Stück. Aber demgegenüber steht natürlich das Pressegewitter, das 2020 geherrscht hat. Das war Wahnsinn. Also das habe ich natürlich auch zu ganz, ganz großen Teil der Presseabteilung von Carlsen zu verdanken. Ganz an vorderster Stelle Claudia Jerusalem Grönewald, die das fantastisch macht. Und Philipp Kolleg, der als Liebe freier Grüße an Presse, beide, ja. ja, als freier Pressemensch, glaube ich, Reprodukt, Carlsen und noch andere Verlage arbeitet. Diese beiden sind einfach Gold wert. Also, das will ich an dieser Stelle mal ganz ausdrücklich erwähnen, finde ich. Also, denen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Also, das war ein Presseaufkommen, also ich war sogar in der Tagesschau. Allerdings leider nicht um 20:15 Uhr, sondern zum Mittags- und Mitternachtsmagazin. Aber trotzdem, das fand ich fantastisch. Ein sehr toller Beitrag von Alex Jakubowski, der im Übrigen auch für Alphons schreibt, soviel ich weiß, Ja, und auch ja. einen eigenen Comicblog hat. Ja, all diesen Leuten bin ich sehr dankbar, und es gab, ich glaube, ich 10 oder 15 verschiedene Radiointerviews von mir. Es gab bestimmt 20 oder 30 Tageszeitungen, die berichtet haben. Rolling Stone hatte ich eine Doppelseite drin oder eine Seite. Es war Wahnsinn. Also es war überall Vatermilch, Vatermilch, Vatermilch. Und dadurch hatte ich natürlich die starke Hoffnung, jetzt könnte ich vielleicht echt mal die 10.000er-Grenze reißen. Und dann blieb es aber wirklich bei, ja, 4.500 Stück. Band 1 wird jetzt hoffentlich nochmal mitgezogen mit Band 2, aber ja, also da bin ich mir ganz sicher, Corona auch mit Schuld daran. Ja. Und natürlich auch ganz viele Veranstaltungen, die nicht stattfanden oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich bin jetzt zum Beispiel in der Stadtbibliothek Stuttgart gewesen 2020, und es war kein Publikum da. Und das ist natürlich schon schade. Also Literaturhaus München hatte, glaube ich, nur ein Drittel des Publikums, aber immerhin. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Aber natürlich mit vollem Publikum hätte ich es lieber gehabt und hätte wahrscheinlich auch mehr Bücher dort signieren und verkaufen können. Es ist wirklich beeindruckend, wie auch die Diskrepanz ist zwischen der, wie mir scheint, nahezu durchgängig positiven Rezeption der Presse und dann aber auch den tatsächlichen Verkaufszahlen, weil dem Grunde nach hätte man ja dieses Buch kaufen können. Das ist sehr interessant, das auch so an der Stelle mal zu hören, und ich hoffe doch wirklich sehr, dass wir mit Band 2 und hoffentlich bald auch Band 3, wann immer der kommen mag, kannst du gern mal schon mal teasen, da noch ein bisschen was geht in der Summe. Ja, also teasen kann ich da jetzt noch nicht so viel. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich muss ja jetzt erstmal versuchen, das Storyboard runterzukürzen also das Storyboard existiert auch noch nicht. Das komplette Manuskript existiert. Und das muss ich erstmal ins Storyboard bringen und da versuchen, das wirklich auf diesen einen Band runterzukürzen, weil ich finde die Idee und das Vorhaben so eigentlich sehr gut. Und ich versuche natürlich auch, das möglichst schnell durchzuziehen. Aber ich muss dann eben auch nochmal mit Dago reden, wie viel ich jetzt von denen Vorschuss bekomme, denn ich habe die französischen Rechte ausgeklammert. In diesem Fall kann also mit denen selbst verhandeln und dann eben auch nochmal mit Carlsen verhandeln über die Höhe des Vorschuss. Das muss auf alle Toi, Fälle toi, toi, Uli, toi. richtig groß werden, und dann natürlich werde ich auch versuchen, Fördertöpfe anzukratzen. Logischerweise. Wenn ich das ganz öffentlich mal sagen darf, wenn es irgendwo einen Mäzen gibt, der Lust hat, noch ein bisschen Geld auszugeben, ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn es nur 2.000 € im Monat sind für ein Jahr, das wäre toll. Es Lieber wäre wären mir eine das. Spende an die ganze Szene, nicht nur an dich, es wäre gleichzeitig eine Spende an die ganze Szene. Es muss Also eigentlich bitte, sein. bitte gern bei mir anrufen.
Da sich unsere gemeinsame Zeit leider einem Ende neigt, würde ich gerne noch zwei Themen auf jeden Fall unterbringen. Und gerade hier, weil der Titel dieses aktuellen Werks ja auch Vater Milch ist, ein Begriff, eine Wortschöpfung, die ja letztlich in mehrere Richtungen interpretiert werden kann. Eine Interpretation ist ganz sicher auch das Thema Alkohol. Der Rufus Himmelstoß in dem Fall, der Vater ist in dieser Reihe, der trinkt ja wahnsinnig viel. Der hat ein starkes Alkoholproblem und das ist ja auch ein zentrales Thema. Wie sieht es generell aus mit Alkohol in Comics? Ich habe jetzt von dir, denke ich, nahezu alles gelesen, was man so lesen kann. Wie gesagt, Hector Umbra, beide Vatermilch und Kopfsachen. Alkohol und Drogen sind natürlich ein großes Thema in deinen Comics. Warum eigentlich? Warum ist der, ich will nicht unbedingt gleich von Missbrauch sprechen, aber es wird schon recht viel getrunken. Wie kommt es eigentlich dazu? Das fällt mir persönlich auf, weil ich muss sagen, ich fühle mich dann immer angesprochen. Ich möchte dann auch gerne nebenbei einen Whisky trinken oder sonst was oder ein Bierchen oder noch mehr. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Drogen und Alkohol in deinen Comics eine so präsente Rolle haben? Das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich ist es auch wieder etwas, was wahrscheinlich zu einem großen Teil auch unterbewusst passiert, weil ich komme auch aus einer Generation, ich bin in den Ende der 60er Jahre geboren, in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und ab der 80er Jahre habe ich dann so meine Jugendkultur, das Weggehen 80er und 90er Jahre und auch noch in den 2000ern. Da war das natürlich alles auch, das hat einfach mit dazugehört. Man hat geraucht, man hat es weggegangen und hat dann natürlich nicht, also ich war nie abstinent und habe dann nur Wasser getrunken oder so oder alkoholfreies Bier. Das war für mich früher nie vorstellbar. Mittlerweile trinke ich sogar das ab und zu. Und aber das, der Alkohol und das Rauchen und auch die Drogen haben einfach immer schon mit zu der Jugendkultur gehört. Damals galt es auch noch viel mehr als cool, denke ich mal, als es heute der Fall ist. Wobei, das kommt schon wieder. Er fährt gerade so eine Renaissance. Also ich sehe es bei meinem Sohn ganz gut eigentlich und bei all seinen Freunden, die sehr oft bei uns zu Gast sind. Und insofern kommt es mit Sicherheit auch daher. Ich habe aber auch in der eigenen Vergangenheit, wie zum Beispiel in Hector Umbra geschildert, einen sehr, sehr guten Freund gehabt, also mein bester Freund damals. Der ist sehr früh verstorben mit 32 Jahren. Und also jetzt schon vor geraumer Zeit. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und hinzu kam auch eine sehr, sehr große Prägung in relativ jungen Jahren war für mich mein eigener Gedächtnisausfall, den ich hatte, als ich 23 Jahre alt war. Und im Prinzip eigentlich kein Gedächtnisausfall, sondern eine sogenannte Aphasie. Ich habe also Schrift nicht mehr lesen können, erkennen können, auch Zahlen nicht und habe auch nicht verstanden, was mir gesagt wurde und habe auch selbst nur in Rätseln gesprochen offensichtlich. Das ist dann wohl eine sogenannte Aphasie. Wie später rauskam, war es wahrscheinlich eher ein kleiner Schlaganfall mit 23, den ich hatte. Also das könnte es gewesen sein. Aufgrund von zu intensivem Haschischkonsum. Insofern hat es bei mir alles eine Rolle gespielt und dann eben auch das bedingt, dass ich diesen, ich nenne es jetzt mal Gedächtnisausfall hatte und der dann auch tatsächlich mein ganzes Werk eigentlich beeinflusst hat, weil es hat immer irgendetwas auch mit Wahnsinn, mit Geisteskrankheiten und eben auch dem Ursprung, dem Alkohol, dem Rauchen und den Drogen zu tun. Und insofern ist es wahrscheinlich schon relativ einfach, die Verbindung zu kriegen, dass deswegen meine Geschichten sehr stark von diesen Themen auch handeln oder am Rande diese Themen auch wichtig sind. Mensch, vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick auch in deinen Werdegang. Dann würde ich gern zum Schluss mir nochmal anhören wollen. Ich hatte es ganz grob beschrieben vorab in unserem Austausch als Männer in Comics und Frauen in Comics. Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du natürlich mit Typen arbeitest, mit Charakteren. Ich will es nicht unbedingt als Schubladen bezeichnen, weil dafür sind mir die Charaktere dann doch zu ausdefiniert und zu komplex. Aber die Kerle sind tendenziell, wie gesagt, dem Alkohol eher zugeneigt, so echte Kerle halt. Die rauchen auch mal, die prügeln sich auch mal, die gucken morgens ein bisschen verstört in zerstört
vor allem auch in den Spiegel und haben eher so ein raues Auftreten. Frauen sind nicht alle, aber einige, vor allem sexualisiert dargestellt, gerade in Vatermilch ist es natürlich ein großes Thema und auch ein Stilmittel letztlich, um dem Rufus vielleicht auch ein bisschen da noch entgegenzukommen. Wie sieht's aus mit dem Bild von Mann und Frau in deinen Comics? Gibt's da auch eine Begründung, warum zum Beispiel die Kerle alle eher so rau sind? Warum ist hier kein, also ich glaube, ein Softie habe ich jetzt in dem Sinne nicht erlebt. Immer eher so ein bisschen rauere Typen. Liegt dir das einfach, schreibst du das einfach lieber? Ja, das hängt natürlich auch davon ab, wann man geboren worden ist und wie man aufgewachsen ist. Also das, was ich eben gerade auch schon geschildert habe, da wurde dann schon auch so ein gepflegter Machismo immer gepflegt. Das hat mich natürlich auch beeinflusst. Das ist ja logisch. Ich habe zum Beispiel damals auch immer gern Charles Bukowski gelesen. Ich habe Tom Waits gehört und da geht es ja auch immer darum. Und ich würde aber die Figuren nicht nur als rau bezeichnen, sondern sie sind immer auch gebrochen. Und der Rufus Himmelstoß ist jetzt zum Beispiel kein besonders rauer Geselle. Er ist eher so ein bisschen smart ass. Ja, also so ein bisschen smart ist er, ein bisschen Arschloch ist er schon auch, aber besonders rau ist er eigentlich nicht. Ja, wenn er sich prügelt, dann kriegt er eigentlich immer eher eins auf die Schnauze. Und was das Frauenbild anbetrifft, sexualisiert in dem Fall von Rufus natürlich. Andererseits gibt es aber dann doch auch die starken Frauenrollen. Das darf man auch nicht vergessen. Das möchte ich ganz besonders herausheben, weil die Ehefrau von Rufus Himmelstoß in dem Fall sich als sehr, sehr starke Persönlichkeit herausstellt. Absolut. Und eben nicht, in dem Fall sogar gar nicht groß sexualisiert ist und dann eben sich auch zur Wehr setzt gegen allzu dämliche Anmachen und so weiter. Genauso wie die Harriet Möller, die Polizistin in Vatermilch, eben auch eine sehr starke Persönlichkeit ist und überhaupt nicht sexualisiert. Also wird dann so ein bisschen zum Objekt der Begierde für Rufus Himmelstoß, allerdings für den geläuterten Rufus Himmelstoß, der eben gar nicht mehr so drauf ist zu dem Zeitpunkt, wie es schon mal war. Also das ist mir schon wichtig auch rauszustellen und eben auch, mir ist es auch wichtig, vor allen Dingen auch schon auch mit Hector Umbra starke Frauenfiguren abzubilden. Nämlich zum Beispiel in Hector Umbra auch dessen Freundin. Jetzt habe ich sogar den Namen gerade vergessen, weil ich es so lange nicht mehr gelesen habe. Du hast es doch frisch gelesen. Ich habe das gelesen, den Namen, ja, das ist diese Blonde. Maria heißt sie. Ja, genau, also es ist wirklich eine große Varianz drin. Vielen Dank auch den Einblick in den natürlich jetzt auch aus zeitlichen Gründen eher noch knapperen Einblick in die Charakterdesigns letztlich auch inhaltlicher Natur. Dann kommen wir zu dem bereits angeteasten letzten Moment, zur letzten Frage in dieser Runde. Lieber Uli, es geht mir um popkulturelle Empfehlungen. Du hattest gemeint, dass du zuletzt auch einiges an Büchern gelesen hast. Auch Filme und Serien sind dir nicht fremd und unter Umständen gibt es da ja was du zuletzt konsumiert hast, was du meinem Publikum und mir noch empfehlen möchtest. Also von Büchern her muss ich jetzt mal sagen, ich lese in erster Linie Belletristik und was mir in den letzten Jahren sehr gut gefallen hat, sind eigentlich so ziemlich alle Bücher von Heinz Strunk. Ja. Von den Käsis mal abgesehen, die jetzt relativ frisch rausgekommen sind, aber was mich wirklich weggeblasen hat, war Der goldene Handschuh. Das fand ich Wahnsinn. Und jetzt lese ich gerade so im Nachgang noch Fleisch ist mein Gemüse, was ja, glaube ich, sein erstes war. Und Ein Sommer in Niendorf fand ich super. Rocco Schamoni, also sein Kollege von Studio Braun eigentlich, hat mir eigentlich das letzte Werk, wie hieß das noch? Rocco Schamonis letztes Werk. Also vorletztes in dem Fall. Da geht es eben um die Kiezgröße, um einen Zuhälter, der aber sehr kulturell interessiert war und eigentlich eher die nette Form des Zuhälters, der immer sehr, sehr nett und zuvorkommend zu sein. Große Freiheit? Leute, ja, große Freiheit war es, genau. Große Freiheit. Mhm. Und der Folgeband, den lese ich auch gerade parallel noch. Also das mal zu den Büchern, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt. Was ich an Serien immer gern gesehen habe, ist natürlich auch die großen epischen Sachen wie Game of Thrones, aber Breaking Bad zum Beispiel geht auch schon sehr schwer in meine Richtung, würde ich mal sagen. Und
Dann finde ich aber auch so ruhigere Sachen gut. Was ich in letzter Zeit zum Beispiel geschaut habe, ist Only Murders in the Building, was ja eher ja, komödiantisch ist ein bisschen, aber trotzdem sehr schön und aufeinander aufbaut und keine. Also mir gefallen vor allen Dingen die Serien, die über lange Zeit ihre Charaktere bilden. Also Sopranos zum Beispiel ist auch ganz, ganz wichtig. Gefällt mir sehr gut. Was ich in letzter Zeit wieder gern gesehen habe, mir nochmal angeschaut habe, ist Justified. Ja. Das finde ich zum Beispiel super. Also da haben mir sehr, sehr gut die Dialoge gefallen. Was jetzt den Comic-Bereich betrifft, zeichnerisch kann ich nur sagen, dass ich eben angefangen habe mit Linie Claire eigentlich und von Linie Claire dann als Übergang eigentlich so ein bisschen Charles Burns hatte, der ja sehr schwarz ist und sehr dunkel und düster, aber schon noch ziemlich viel Linie Claire in sich hatte, fand ich, und auch noch hat. Und Ja. dann bin ich immer mehr übergegangen zu sowas wie Mignola oder ein ganz großer Held für mich ist Carlos Muñoz. Nee, oder heißt er Carlos? Nee. Muñoz auf jeden Fall, der mit Sampaio diesen Alex Sinner gemacht hat. Oder auch Burnett mit Torpedo. Das sind so die Geschichten, die mich zeichnerisch beeinflusst haben. Und was mich auch von den Geschichten her beeinflusst hat, ist zum Beispiel auch David Lynch oder parallel dazu in den Comics Daniel Klaus, finde ich sehr, sehr gut und auch sehr schön verstörend, wie der seine Geschichten erzählt. Und was mir von den Geschichten auch sehr, sehr, was mich da, glaube ich, auch sehr inspiriert hat, ist Alan Moore mit Watchmen und From Hell zum Beispiel. Das ist, ja, das hat mich mit Sicherheit auch sehr, sehr beeinflusst und inspiriert. Eine wirklich tolle Auswahl, die du uns hier gerade präsentiert hast. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Uli. Auch vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Für ja, auch diese teilweise sehr persönlichen Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Leben und in deine Arbeiten. Ich würde mich sehr freuen, dich persönlich, ich habe dich in München habe ich dir zugelächelt und du hast zurückgelächelt, ohne dass du wusstest, wer ich bin. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns in Erlangen auf jeden Fall auch nochmal treffen würden. Ich bin der Typ mit dem Doppelkorn. Lieber Uli, vielen Dank. Alles klar. Können wir gern machen und habe mich auch sehr gefreut und ja, war sehr unterhaltsam. Kaum zu glauben, dass das eine ganze Stunde war oder über eine Stunde sogar. So sieht's aus. Danke dir und bis dahin. Ciao. Ja, danke. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.